begrüßen Sie gemeinsam mit kräftigen Applaus den heutigen Gast Bernhard Eichner. Also es war Wahnsinn, weil ich bin in einem Möbelhaus aufgewachsen, also ich kenne das. Ich bin zwischen Möbeln irgendwie in der Möbelausstellung, haben wir gespielt als Kinder und jetzt zurückzukehren zu meinen Wurzeln, das heißt, in einem Möbelhaus zu lesen, ist natürlich fantastisch, dass so viele Leute da sind, dass die Leute so eine Freude haben und dass die Leute kommen und das ist ein Wahnsinn. Also ich bin begeistert. Das letzte Kapitel heißt Alles ist gut. Wie es dazu kommt, das müsst ihr zum Großteil selber lesen. Ich mache euch heute nur ein bisschen Lust darauf. Sie durfte sich nicht selbst am Steuer eines Wagens setzen. Auch öffentliche Verkehrsmittel waren keine Option. Eine simple Verkehrskontrolle hätte alles beenden können. Ein Mitreisender, der sie zufällig erkannt. Eine Kamera am Bahnhof, die sie aufgenommen hätte. Deshalb der Leichenwagen. Der große Transportsack auf der Ladefläche und die kleinen Luftlöcher, durch die sie atmen. Ja, wir waren knapp also an die 200 Leute, die wir waren. Es war alles brechen voll und wir haben das gemanagt, dass wir das über die Fernseher übertragen konnten, über Kameras und so konnten wirklich die Leute chillig in den Garnituren, in den S-Gruppen sitzen und die aktiv daran teilzunehmen und ja, es war einfach toll, dass an die 200 Leute jeder den Künstler auch gesehen hat dadurch. Man kann nur sagen, Gratulation, dass die Firma Schweiger diese Veranstaltung gemacht hat und das wird sicherlich für das ganze Publikum ganz, ganz toll gewesen sein. Also für mich war es fantastisch. Wenn man die Bücher liest, vermutet man gar nicht so einen lustigen, lockeren Typen hinter dem Autor. Also ich war sensationell, wie er das lustig auch präsentiert hat. Es ist sogar viel gelacht worden. Es war eine super Stimmung. Alle waren begeistert. Das Buch hat mir ganz gut gefallen, aber ich muss Ihnen sagen, dass es schon ein bisschen langweilig war. Es sind sehr wenige Menschen gestorben in diesem Buch. Da steht aber Thriller drauf. Es gab keine ordentlichen Morde, viel zu wenig Blut, niemand wird zerstückelt. Lieber Herr Eichner, ich darf Sie wirklich ernsthaft darum bitten, dass Sie sich im letzten Teil ein bisschen mehr anstrengen. Und herzlichen Grüßen. Das Buffet ist riesig groß, wirklich riesig. Wir reden schon besprechen, es bleibt einiges über. Und nicht, weil es grausig ist, aber es einfach zu viel ist. Adieu, say adieu.